Moin Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute werden wir uns mal die besten Audi RS-Modelle anschauen, die man schon für unter 20.000 Euro bekommt. Hierbei muss dazu gesagt werden, dass man trotzdem noch ein paar Rücklagen haben sollte, da bei den RS-Modellen die Reparaturs- und Unterhaltskosten deutlich höher liegen wie bei den normalen Autos. Ich habe trotzdem darauf geachtet, dass es sich nicht um Autos mit weit über 200.000 Kilometern in fragwürdigem Zustand handelt. Schreibt mir am Ende des Videos gerne euren Favorit in die Kommentare und schreibt mir auch, welches Audi RS-Modell ihr allgemein am liebsten mal fahren würdet. Dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lang drum rum und fangen gleich mit dem ersten Auto an. RS6 C5. Der RS6 der C5-Baureihe wurde von 2002 bis 2004 gebaut. Beim Motor handelt es sich um den bekannten 4,2 Liter V8 Motor. Er leistet 450 PS und 560 Newtonmeter Drehmoment. Das Auto kommt serienmäßig mit Quattro-Antrieb, also Allrad, und beschleunigt deshalb in nur 4,9 Sekunden auf 100. Die Vmax, also Höchstgeschwindigkeit, liegt bei dem Wagen bei 270 km/h. Er verbraucht laut Hersteller im Durchschnitt 14,6 Litern, viele sagen aber, dass man eher so mit 16,6 Litern rechnen musste. Der RS6 ist als Limousine oder als Avant, also Kombi, verfügbar. Kommen wir direkt zum nächsten RS-Modell. Audi TT RS. Der Audi TT RS der 8J-Generation wurde von 2009 bis 2014 gebaut. Beim Motor handelt es sich hier um einen 2,5 Liter reinen 5-Zylinder, der Turbo aufgeladen ist. In der normalen Version leistet er 340 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment oder als Plus-Version leistet er 360 PS und 465 Newtonmeter Drehmoment. Der Wagen hat serienmäßig Allradantrieb und kam entweder als 6-Gang-Schalter oder mit der 7-Gang-Automatik. Die schnellste Version, also als Plus mit der Automatik, beschleunigt in 4,1 Sekunden auf 100 und hat eine Vmax von 280 km/h. Wer so ein Auto fahren will, muss mit einem Durchschnittsverbrauch von ca. 9 Litern rechnen. RS4 B7. Der RS4 B7 wurde von 2005 bis 2009 gebaut. Er hat den gleichen Motor wie der zuvor genannte RS6, nämlich den 4,2 Liter V8 Motor. Jedoch beim RS4 hat er nur 420 PS und 430 Newtonmeter Drehmoment. Quattro ist bei diesem Auto auch Serie und er war nur handgerissen, also mit Schaltgetriebe verfügbar. Er sprintet in 4,8 Sekunden auf 100 und die Vmax liegt bei 250 km/h. Wer dieses Auto bewegt, muss mit einem Durchschnittsverbrauch von ca. 13,7 Litern rechnen. Es gab drei verschiedene Karosserieformen. Einmal die Limousine, den Avant und das Cabriolet. Wobei das Cabriolet als RS4 nur selten aufzufinden ist. Dazu kommt noch, dass wir dank dem Saugmotor einen wirklich voluminösen und kräftigen Sound haben, den man mit den aktuellen RS-Modellen gar nicht vergleichen kann. Ich blende euch kurz einen kleinen Videoausschnitt ein, damit ihr euch den Sound ein bisschen besser vorstellen könnt. RS6 C6. Der RS6 der C6-Generation wurde von 2008 bis Ende 2010 gebaut. Hier haben wir den legendären 5 Liter V10 Biturbomotor verbaut, der 580 PS und 650 Newtonmeter Drehmoment leistet. Das Auto hat natürlich auch serienmäßig Quattro und sprintet in 4,5 Sekunden auf 100. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 280 km/h. Bei diesem Auto werden dann natürlich die Reparaturs- und Inspektionskosten noch höher, da wir hier einen 10-Zylinder haben. Auch im Unterhalt, also Steuer, Sprit oder Versicherung, wird das Auto nicht wirklich billig sein. Dazu kommt noch, dass der V10 nicht ganz so stabil und solide ist, sodass es ab und zu doch zu Problemen führen kann. RS3 8P. Der RS3 8P hat genau wie der TT den 2,5 Liter reinen 5-Zylinder Turbomotor, der hier 340 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment leistet. Natürlich hat auch dieser Wagen serienmäßig Quattro-Antrieb und er war nur mit der 7-Gang S-Tronic verfügbar. Von 0 auf 100 geht's in 4,6 Sekunden und die Vmax beträgt 250 km/h. Laut Hersteller soll er einen kombinierten Durchschnittsverbrauch von 9,1 Liter haben. So, das war's mit den RS-Modellen, die man so um die 20.000 Euro bekommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da und schreibt mir euer Lieblings-RS-Modell aus dieser Liste unbedingt in die Kommentare. Außerdem würde ich mich über neue Videovorschläge freuen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euer EA Mechanics.